Ich zeige jetzt mal mit dem Treiber-Booster mal unbedingt, was ihr verhindern müsst, was da installiert wird bei dem Treiber-Booster. Dann herzlich willkommen alle. Und zwar, wir müssten jetzt mal, um den Treiber-Booster zu runterzuladen, dort auf Download von der Treiber-Booster-Herstellerseite, dort was zum runterzuladen, dort auf den Download klicken. Dann gibt es ja Varianten, ja, mit der Download klicken. Alle Versionen werden hier angezeigt, aber ich würde euch empfehlen, direkt hier das erste anzuwählen. Das geht ihr so gleich, danach geht auf Starten, dann gehst du auf Speichern, dann auf den Desktop. Ich zeige euch mal was, ich will auch erklären, was das Hintergrund macht und euren PC dafür auch beeinflusst gegen die Performance. Ist jetzt mal fertig. Jetzt machen wir mal zu, das brauchen wir nicht mehr. So, minimieren. Ich hoffe, das Ding ist mal fertig hier, diese Kollege. So, wir haben schon mal diese Echse zum Beispiel. Wir haben diese Echse hier. Und jetzt Doppelklick, jetzt Keken drauf. Jetzt Verbindung, Vorbereitung, Installation. Jetzt kommt es. Und zwar nicht jetzt nicht auf installieren, nicht, weil ich möchte gerne noch was verändern. Und zwar hier unten, hier seht ihr schon gerade, hier wird noch was empfohlen. Dieser IUI-Bit irgendwas wird empfohlen. Hier wird installiert von VPN-Free für Internet, dass ihr schützen könnt und beschleunigen könnt. Dann installieren für anderen. Java Travel für Daten und zu Hause. Wenn ihr das schon seht, ne? Wenn ihr das seht zum Beispiel, bitte jetzt nicht das hier nicht anhaken, dass ihr das mit noch installiert, nicht auf hier installieren nicht klicken, sonst klatscht das alles auf den Desktop und kein Mensch will das nicht haben. Dann wird einfach alle beide rausmachen und einfach nicht installieren und wir gehen jetzt einfach mal auf fortgeschrittene Installation, fortgeschrittene. Für als Standardnutzer, also wichtig, für Installation. Für Fortgeschrittene, die ihr Programm RDS erstmal installiert, die gehen immer auf fortgeschrittene Installation. Man will wissen, was wird da installiert und nicht auf Installieren nicht klicken. Man wird hier empfohlen, was für Desktop zum Beispiel, was das braucht zum Beispiel, welche Dateien zum Beispiel habe ich benötigt. Und wenn wir es auf Installieren jetzt klicken würden, dann wird noch eine Abfrage kommen und dieses Top Easy Desktop, da geht ihr auf Nein, weil da brauchen wir nicht. Und die Installation kann beginnen. Auf eure SSD oder auf Datei Datenträger, wo ihr es hinpacken möchtet zum Installieren. Außer ihr könnt natürlich auch merken, dass ihr ein paar Sachen löschen könnt, dass ihr ein bisschen Speicher noch frei habt. Ne? Also die SSD wird nicht hier nicht voll geklatscht, nicht. Kann man auch gucken, wie viel die hat. Und zwar, die hat schon, oh, die hat schon hier so ein bisschen, ihr hat ein bisschen voll, aber die kann da halt. Und jetzt wird sie natürlich von Avention Systems Cache sagen, für einen PC den Dings einzugeben, dass die Leute Geld verdienen und Abonnieren-Button zu klicken. Ihr werdet einen System Cache Pro empfohlen, für 200.000, wenn ihr das System frei zu machen, Internet frei zu machen. Nein, das klickt ihr auch, das geht ihr auch in den Keller zum PC-Optimieren. Ich habe da halt was Erfahrung gemacht und so weit, was der PC so macht. Und jetzt gehen wir jetzt hier sagen, ja, starten. Online-Seite möchte ich jetzt nicht besuchen, weil der will, wenn du das installierst, wirst du auch die Online-Seite ins Webseite hingelandet und das ist nicht so toll. Da steht auch jetzt Free, es steht auch manchmal hier drunter so mit Teilchen hier mit Bezahlung oder irgendwas. Und jetzt fängt der jetzt an zu durchzulaufen. Ich kann studieren, bitte auf die fortgeschrittene Installation und alles abhaken, was ihr nicht braucht, weil sonst klatscht das alles hier rüber. Und zwar jetzt könnt ihr hier sehen, könnt ihr Treiber aktualisieren und die Sachen hier schon, die sind vier Treiber und die sind drei Spieletreiber und sowas, die ihr benötigen könnt. Und davon könnt ihr euer System, ja, Treiber zu aktualisieren. Könnt ihr auch auffordern, dass ihr sagt, okay, Pro, alles, das könnt ihr nicht machen, aber auf alle installieren und dann könnt ihr ruckzuck Treiber installieren. Und dazu habe ich es mal gezeigt, wie man hier so, wie man es so machen kann. Ne? Ist alles im Hintergrund, was Treiber Booster macht. Und das Setup braucht ihr so nicht mehr. Wenn ihr irgendwann sagt, okay, das ist gutes Programm, kann ich Leuten noch was bezahlen dafür. Und ich habe da eine Meldung, dass es irgendwas gibt. Und so kann man das ganze Treiber Booster jetzt auf deinem PC
wie du deine Sachen, Treiber aktualisieren. Nicht dir überlegt, woanders suchen, ob du das ganze Nvidia deinen Treiber suchen musst, ob du hier Intel das andere suchen musst, weil es wird wahrscheinlich viel zu viel Aufwand bekommen. Auch was da, was du hier reinbekommst zum Beispiel. Ja, welche Sachen, die du drin hast zum Beispiel, die nicht zu finden, dann lädt man sich einen Treiber-Booster herunter und lässt die Treiber auch da automatisch auch installieren und auch aktualisieren, die auf dem neuen Stand sind, dass die perfekt umlaufen sind. Ja, heute auch ohne Intro, ne? Und ich habe es euch mal erklärt, ne? Und ist wichtig. Und jetzt verhinderst du dieses Performance-Lust nicht da ausführt, dass du alles auch für dann große Mahlzeit, aber das wollen wir nicht. Alles nicht darauf geklatscht, nicht mehr. Wir wollen nur ein Programm nur drauf haben, mehr nicht. So Leute, abonnieren und liken und wenn es hilfreich war, Kommentar schreiben. Dankeschön.